Das heißt aber, es kann jeder mitmachen. Also wenn jetzt jemand, der das jetzt heute hier hört, sagt, ich finde das toll, ich möchte mich beteiligen, der muss jetzt nicht Kunstschaffender sein, der kann auch einfach interessiert Krefelder sein und kann euch unterstützen. Nicht nur durch Zuschauen, Zuhören, sondern vielleicht auch noch durch Mitmachen. Ja, also wir halten natürlich eine Rücksprache, schauen, ob das auch passt. Hm? Wie gesagt, es darf nicht politisch sein, das möchten wir nicht. Und dann, wenn wir einen persönlichen Austausch hatten und wenn da eine gute Textidee ist, dann geht das gerne, klar. Gut. So, aber damit ist das ganze Thema ja noch nicht am Ende. Nein, noch immer nicht. Nein, dann haben wir am 7.3. eine Debatte im Südbahnhof dazu. Ja. Die moderiert der Herr Wenderoth vom Crash-Theater, weil es ist auch ein Kooperationsprojekt mit dem Crash. Und diese Debatte findet am 7.3., das ist Fishbone. Es wird eine Diskussion sein, wo innen 6 Leute sitzen und dann außenrum das Publikum sitzt. Und dann der Diskussion, die im Innenkreis ja halt stattfindet, halt dann zuhört. Mit einem leeren Platz, der halt flexibel besetzt werden kann, werden wir da halt dann nochmal auch auf ja, ein bisschen halt breiter halt da diskutieren wollen. Mhm. Auch alles zum Thema, ist jetzt heute wirklich anders und wie sind die Relationen hier? Das ist am 7.3. ab 20 Uhr abends. Eintritt ist frei. Also wer interessiert ist, mitdebattieren möchte, ist herzlich eingeladen, im Südbahnhof dabei zu sein. Und damit ist es aber immer noch nicht Nein. am Ende. Nein. Sondern dann geht es nochmal richtig in den öffentlichen Raum. Dann geht es nochmal richtig los. Und da ist mir auch besonders dran gelegen. Wir haben eine Inszenierung und da arbeiten nur Künstler mit. Und zwar werden wir am 22.3. in komplett Krefeld spielen. Und wir haben Szenen inszeniert, die sind von Christian Krumm, den ich ja damals auch hier kennengelernt habe. Das ist ein Schriftsteller, also ein Doktor der Geschichte, aber halt auch Schriftsteller. Der Christian hat für dieses Projekt Kurzgeschichten geschrieben. Und diese Kurzgeschichten habe ich dann halt umgeschrieben und die in ein darstellerisches Format gebracht. Und wir werden spielen am Südbahnhof, also fängt es an, haben wir die erste Szene und dann ziehen wir wirklich, die Schauspieler werden mit Bussen natürlich transportiert werden, das Publikum muss dann von Ort zu Ort dann laufen. Wir werden dann am Platz der Wiedervereinigung eine Szene spielen, danach am Hauptbahnhof, am Hansa-Zentrum, am Neumarkt und enden dann hinterher am Theaterplatz. Alles auch mit Kleinrequisite und es sind surrealistische Szenen. Das Ganze heißt Traumschrott. Und es heißt Traumschrott, weil da Elemente drin sind, die man vielleicht so beim normalen Tageslicht auch gerne gar nicht mal so formuliert, Themen, die aber dann vielleicht doch einfach unterschwellig auch da sind und auch hier in Krefeld sind. Und da einfach mal anders mit umzugehen und mal Vorurteilen Raum zu geben, aber halt einen anderen Raum, dafür ist diese Inszenierung. Da gibt es, glaube ich, dann auch noch einen fotografischen Nachhall, ne? Finde ich das richtig? Da gibt es einen fotografischen Nachhall. mit ja, auf verschiedenen Ebenen wird das dokumentiert werden. Es wird auch gefilmt werden, das Ganze. Es sind mutige Szenen. Ich finde es toll, dass wir die Genehmigung haben. Und es sind ja, ausdrucksstarke Bilder, die da auch inszeniert werden. Also sind halt auch wirklich verliebte Freier. Wir werden ein Bett auf der Fußgängerzone haben, werden dort eine Szene mit einer Prostituierten spielen, die aber auch sehr, sehr nahe geht und wo man halt auch mal in Figuren reinhört, die in unserer Gesellschaft nicht so oft gehört werden, denen man eher mit da hinten ist es und nicht hier bei mir begegnet. Also schon ein bisschen Kunst und Konfrontation dann auch in dem, nicht jetzt im Negativen, sondern einfach, da das dann im öffentlichen Raum stattfindet, darf man sich damit auch auseinandersetzen, wenn man es sieht. Deshalb machen wir es bewusst auch draußen, weil im geschützten Saal, da gehört es nicht hin. Ich finde, es soll halt wirklich halt auch diesen Dialog anregen, ja. Ja, ich hoffe, es kommen viele
nehmen teil, schauen zu. Wird eine ganz spannende Sache. Ich kriege gerade Zeichen, wir sind schon am Ende wieder. Schade, hätte gerne noch mehr davon erzählt. Ich werde hier dabei sein, ich werde ein Fotoapparat dabei haben und bin ganz gespannt schon drauf, was passiert. Der ein oder andere hat jetzt gerade bestimmt gestutzt. Christian Krumm war ja auch schon zu Gast bei uns in der Show. Glaube ich, mit dir zusammen sogar. Richtig, ne? Und wie gesagt, es wird bestimmt eine spannende Sache. Kommt doch und geht in die Stadt und guckt euch das mal an und ja, geht einfach vor die Tür. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Machen. Nein, hier geht ja keiner ohne Geschenk. Oh, nicht nur in den tiefen meiner in den tiefen meiner Tasche. Wow, eine Kamera! Nein! Oh, das wäre nie nötig gewesen. Nein, leider. Also, für mich. Leider keine Kamera. Aber. Es gibt ein T-Shirt. Ja! Die Firma Freestyle Text war so freundlich und hat uns wie immer unterstützt. Du hast ja unser Lonnenschwade-T-Shirt schon, deswegen bekommst du dieses T-Shirt von uns diesmal. Als Wiederholung. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja. Oh, jetzt muss ich gerade gucken. Wie es war. Ja. Nein. Ja, sehr schön, danke. Gibt es das klassische T-Shirt, was jeder Gast von uns bekommt? Das schöne Lotten-Schwade-Polo. Ui, danke schön. Danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. Danke, Diana. Für ein T-Shirt tue ich alles. Ja. Endlich mal du wolltest jetzt singen, ne? Damit sind wir jetzt am Ende der Show. Oh. Ja, tut mir leid. Wenn es euch gefallen hat, wir machen nächsten Monat nochmal. Ja, mit anderen Gästen. Ihr müsst die nächsten Monat wieder hier. Genau, ein T-Shirt. Ja, da können wir drüber reden. Ich glaube, das noch. Da können wir drüber reden. Und wenn ihr möchtet, machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ja. Okay. Ja. Ja. Canta Jesús. Und kaufen. Kauft diese CD. Genau. Ihr werdet jetzt noch ein bisschen was davon hören. Und dann werdet ihr wissen, dass es sich mit Sicherheit auch lohnt, die zu kaufen.